Das Ostseegutshaus in Kleinströmkendorf. Herrlich gelegen, direkt am Salzhaft zwischen Wismar und Rerik. Bekannt aus Funk und Fernsehen für eine Spitzenküche regionaler Köstlichkeiten, nationaler und internationaler Events, Tagungen oder auch Konzerte. Besondere Berühmtheit erlangte der sogenannte Arschlochpfad, Deutschlands wohl kuriosester Wanderweg. Wer den Weg entlang wandert, der sieht sogleich, warum dieser so heißt. Denn er ist gesäumt von Persönlichkeiten mit zweifelhaftem Ruf. Der Wanderweg gehört zum Grundstück von Marita Gronau. Sie ist Besitzerin des Ostseegutshauses und hat die Skulpturen im Wald aufgestellt. Am 27. Mai, dem Samstag vor Pfingsten, war wieder mal volles Haus am Haff. Doch diesmal aus einem ganz besonderen Grund. Das Ziel ist es, möglichst nette und viele Gäste zu bekommen, die ihr Blut bei uns lassen und das einfach für das Krankenhaus und für die medizinische Versorgung der Region zur Verfügung stellen. Blutspenden im Jagdzimmer. Hier bekommt die gute Tat eine ganz besondere Note. Präparate aus Blutspenden sind in der modernen Medizin unverzichtbar. Um eine konstante Versorgung sicherzustellen, ist regelmäßiges Blutspenden essentiell. Blutkonserven sind knapp. Zu wenig Menschen spenden immer noch zu wenig Blut. Dabei kann eigentlich jeder spenden. Dazu muss man nur über 18 Jahre alt sein und sollte über 50 Kilo wiegen. Ja, wie gesagt, ich war früher in Schleswig-Holstein. Da bin ich da mal mit einem mitgegangen zum Blutspenden. Und dann habe ich das regelmäßig gemacht. Und jetzt bin ich hier bei der Gemeinde angestellt, auf dem Bauhof. Und wenn ich hier Termine habe, dann gehe ich hier zum Blutspenden, dann passt das gut. Ne? Das bietet sich dann an. Und hier ist es 1 Kilometer von zu Hause, kann man morgens mit dem Fahrrad herfahren. Die Organisation und Durchführung der Termine wird vom Blutspendedienst Mecklenburg durchgeführt. Sein Job ist es, dafür zu sorgen, dass immer genügend Blutpräparate auf Lager sind, um Krankenhäuser zu versorgen und Medikamente herzustellen. Jeden Tag werden in Deutschland 15.000 Blutspenden benötigt. Das sind 11 Spenden pro Minute. Also es ist so, dass in Mecklenburg-Vorpommern jeden Tag 450 Blutpräparate gebraucht werden. Da man das Blut nicht künstlich herstellen kann, sind wir auf die Spenden von gesunden Erwachsenen angewiesen. Blutspenden ist eine wichtige Sache. Wir könnten selbst einmal in die Lage kommen, Blutkonserven zu brauchen und wären sicherlich froh darüber, wenn diese dann auch gleich geliefert würden. Wer also Lust hat, Gutes zu tun und Leben zu retten, der kann sich beim Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern melden und seinen ersten eigenen Blutspendetermin planen. Und ganz klar, für reichlich Essen und Trinken ist bei solch einem Termin natürlich immer gesorgt. Also runter vom Sofa und Gutes tun. Blutspenden kann Leben retten.